Auch in diesem Jahr hat jemand aus dem alten Adventskalender einen Weihnachtsbaum gewonnen, nämlich die Verena. Die ist leider an einen Rollstuhl gefesselt und ihr Bruder hat sich beworben quasi und mich gebeten, für sie einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Nicht für sie alleine, sondern für ihre ganze Wohngruppe, in der sie lebt. Und das machen wir jetzt. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir hier unter den ganzen Bäumen auch fündig werden. Er darf bis 2 Meter hoch werden. Also der wäre eigentlich schon ganz schön passend. Oben ein bisschen kahler, das mag ich ja, aber unten dafür richtig breit und fündig. Also ich glaube, dass wir mit dem schon richtig auf einem guten Weg sind. Ach, hallihallo. Ralf, grüß dich. Hallo. Ja, schön, dich mal kennenzulernen. Du bist der? Lorenz. Der Bruder. Der Bruder von Ralf. Alles klar. Gott, sehr schön. Wir haben ein Bäumchen. Ja, schick. Ja, finde ich auch. Und wir haben natürlich für das Betreute noch ein paar Kleinigkeiten. Die übergebe ich dir mal, dann nehme ich den schweren Teil. Dann bin ich ja mal gespannt, ob sich die Verena und auch alle anderen darüber freuen wird. Weil eigentlich finde ich es ja ein ganz schönes Bäumchen, muss man ganz ehrlich sagen. Er macht schon was her. So, hier. So, hallihallo. Hallo. Ich habe mal was Grünes mitgebracht. Oh, freut mich. Das ist die Hauptsache. Ich habe schon gehört, er kommt auch so ein bisschen in den allgemeinen Bereich oder nur ins Zimmer. Ja, ne? Und das war auch mein Gedanke, Ralf. Ja. Ich habe mir gedacht, falls ich gewinnen sollte, gebe ich da gerne weiter und mache vielen eine Freude damit. Und somit haben alle einen Gewinn davon und ich komme auch gerne jederzeit vorbei, mir den Bau angucken. Also ich glaube, die Freude ist auf beiden Seiten. Also Elton ist einmal sehr, sehr froh, wenn vielen eine Freude gemacht wird, mit nur einem Geschenk, sage ich jetzt mal. Aber ich bin natürlich auch umso mehr froh, wenn es einige Leute sind, die sich einfach, wenn man so will, auch über so etwas freuen können. Also hier kriegt man das Rundum-Wohlfühl-Paket. Ja, ja. Es gibt ein Bäumchen für viele, inklusive Lieferung. Was will man mehr? Genau, und ein paar Kleinigkeiten für alle. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, Lorenz hat das schon richtig gemacht. Er gibt nämlich den Beutel jetzt mal ab. Ja. Und dann würde ich mal sagen, wenn ihr den vernichtet habt, dann denkt er so zwischendurch an mich, beziehungsweise auch an Elton. Mir bleibt dann nur noch übrig, ein frohes Fest zu wünschen allen da draußen von der Firma Elton und natürlich von mir. Feiert schön eine besinnliche Weihnacht.